Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche für ein ganz einfaches und schnelles Gericht, das ich mir so ausgedacht habe, in Anlehnung an ein Rezept, was ich im Internet auch gesehen habe, weil ich habe mir Burrata gekauft und Burrata habe ich noch nie gegessen. Das ist ja, sieht ja aus wie Mozzarella. Ich weiß auch gar nicht genau, was es ist. Ist es ein Käse, also nicht vegan? Gab es jetzt bei Lidl im Angebot, deswegen habe ich gedacht, dann nimmst du mal mit. Und danach habe ich mich auf die Suche begeben nach einem Rezept, was mich da ansprechen würde. Ja, und es ist insofern nämlich vorzubereiten. Ich habe heute Morgen schon Kartoffeln als Pellkartoffeln mir hergestellt. Das waren irgendwie knapp 600 Gramm. Ich habe 2 rote Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen und 4 Tomaten. Und ich habe halt hier von Pampered Chef diese Ofenhexe, runde Ofenhexe, aber kann man natürlich auch in einer anderen Auflaufform machen. Nur deswegen heizt bei mir jetzt der Backofen auf 220 Grad Ober-Unterhitze vor. Bei einer anderen Auflaufform würde ich dann nur 200 Grad machen. Ne? Ja, und die Tomaten schneide ich mir jetzt in so ziemlich gleichmäßige Scheiben. Und lege mir die hier in der Auflaufform aus. Und das wird bei mir jetzt gesalzen und gepfeffert. Und ich finde ja schon, Tomate braucht da immer ein bisschen mehr Würze. Und bei mir draußen ist Winter ausgebrochen. Wir sind hier genau auf der Grenze von Glatteis zu Schnee. Also wir haben hier noch den Schnee bekommen, jetzt tatsächlich, dann im Februar. Bei uns ist es auch Eis, also zum Beispiel mein Lavendel ist richtig in so einer in so einem Eispanzer. Das sieht total toll aus. Ja, und was halt ist, der Schnee wird so verweht. Also ich habe gerade gesehen, ein Nachbar von mir, der ist ewig da sein Auto am Abfegen. Und vor allen Dingen, es ist wie so ein Eispanzer um das Auto und er ist da am Rumkloppen. Mein Auto bleibt da schön stehen, da mache ich gar nichts dran. Und wenn da jetzt ein Eispanzer drumherum ist, dann wird das auch wieder wegtauen die nächsten Tage. Ne? Wenn man nicht fahren muss und wie gesagt, dieser Nachbar muss hundertprozentig nicht fahren. Ja, es kommt hinzu. Ja, wie schön, wenn man am Schreibtisch sitzt, ne, und kann schön seine Nachbarn wie so ein, ja, es fehlt nur noch so ein Kissen im Fenster, dass ich mich da rauslehne. Aber nein, 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 so schlimm ist es noch nicht. Das kommt erst nächstes Jahr. Ja, also die 2 Knoblauchzehen kommen direkt drüber und 1 Teelöffel Oregano. Und ich habe die beiden roten Zwiebeln. Und die reibe ich mir hier einfach auf der Reibe, weil so sind die schön dünn und ich kann sie gut darauf verteilen. Und vor allen Dingen habe ich einen Fingerschutz, denn da bin ich ja auch richtig schlecht drin. Oder besser gesagt, in den Finger reinschneiden, da drin bin ich sehr gut. Und dann kann ich das nämlich so schön gleichmäßig drauf verteilen. Und drauf verteilt werden jetzt 4 Esslöffel Olivenöl. Also, damit das auch gleich schön schmurgelt im Backofen. Ja, 3 würden vielleicht auch reichen, aber ich mache 4. Heute ist bei mir Sonntag. Da darf es ein bisschen großzügiger sein. Nein, ich hätte es auch sonst gemacht. Also, das ist jetzt schon mal fertig. Wenn jetzt gleich der Backofen vorgeheizt ist, dann gebe ich das für 20 Minuten auf mittlerer Schiene in den vorgeheizten Backofen, Ober-Unterhitze 220 Grad. Also 20 Minuten, aber wie gesagt, bei einer anderen Auflaufform nur bei 200 Grad. Ich habe jetzt hier die Pellkartoffeln. Ich habe die genau 15 Minuten gekocht. Ich habe da auch nicht irgendwie reingestochen und geguckt, weil die werden jetzt sowieso nochmal gebacken. Deswegen, wenn die noch nicht hundertprozentig durch sind, ist kein Problem. Ja, das ist jetzt hier der Burrata. Also wie gesagt, das ist für mich jetzt auch ganz neu. Ich habe den wirklich noch nie verwendet.
ja, ist schon mal auf alle Fälle sehr gut eingepackt. Ja. Und jetzt gucken wir erstmal, was ist denn das überhaupt? Das ist nämlich eine Käsezubereitung aus Pasta Filata Käse und 48% Sahne in Lake, Doppelrahmenstufe. Also definitiv ein Diätessen. Ja. Aber mikrobielles Lab, das ist doch wohl auch schon mal schön. Also es ist zumindest vegetarisch, natürlich nicht vegan. Ja, der ist hier nochmal in so einem extra Sack. Das ist sehr, ja, also ganz weich. Also Mozzarella ist ja mehr so, ja, gummiartig. Das scheint mir aber, nee, das ist mir so ganz sahnig, ja. Und wenn man das so aufbricht, also ich lasse es jetzt aber erstmal noch zu, weil 15 Minuten geht es jetzt hier noch im Backofen. Ja, also innen ist das mehr so wie Frischkäse. Ja, das ist schon ein Garant dafür, dass das richtig lecker wird, weil das ist sehr sahnig, sehr, ja. Also ich glaube, das kann mir gut gefallen. Und dann gleich werde ich mich wahrscheinlich fragen, warum habe ich das noch niemals gegessen. Ja? Aber ich glaube, das ist auch aus den letzten Jahren so hip geworden. Ja, mit dem Wetter, das ist für den Muffel nur das Problem. Gestern Abend war das hier erst wie Hagel, aber ganz, ganz feiner Hagel oder sehr eisiger Schnee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er wollte raus und dann prasselte das so draußen. Da hat er sich so eine Hose gemacht, sofort ins Bett, unter der Bettdecke, wollte nicht mehr. Und heute, sobald ich hier die Balkontür aufmache, nein, der gnädige Herr möchte nicht raus. Es ist auch so sehr kalt, aber das stört ihn sonst gar nicht, aber vor Schnee hat er offensichtlich richtig Angst. Und aber ich glaube, das war gestern Abend dieses prasselnde Geräusch, was ihn da so ein bisschen verstört hat. Ja, habe ich schon mal erwähnt, der Muffel ist eine Bangebox. Der wird mich nicht retten hier im Katastrophenfall. Also bei mir sind genau 20 Minuten rum. Das hat genau gepasst. Ja, und jetzt die Tomaten und auch die Zwiebeln, also die Zwiebeln sind schon so ein bisschen angebräunt und die Tomaten sind auch ganz schön saftig jetzt. Ja, und jetzt werden die Kartoffeln Scheiben noch drauf verteilt. Gucken, ziemlich gleichmäßig. Ich hoffe, ich kann damit jetzt alles abdecken. Und auch das wird nochmal gesalzen und gepfeffert und nochmal mit Olivenöl beträufelt. Und da nehme ich nochmal 3 Esslöffel. 3 Esslöffel, das passt gut. Und jetzt geht es wirklich an die Besonderheit, den Burrata. Ich hoffe, es heißt der Burrata. Vielleicht auch die Burrata, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wird zerrupft. Ja, also das ist wirklich anders als Mozzarella. Ich habe ja wirklich gedacht so, also klar, hätte ich jetzt kein Burrata da, würde ich Mozzarella nehmen. Was aber nicht, wahrscheinlich nicht, also nur vom Anblick ähnlich wäre, aber vom Geschmack wahrscheinlich nicht, weil das ist ja wirklich was ganz anderes, jetzt so cremig hier und sahnig. Wobei Mozzarella ist nämlich auch gar nicht so, man denkt immer so, ach, Tomate, Mozzarella, das ist so eher wie ein leichtes Gericht, die leichte Küche. Nee, gar nicht. Mozzarella hat auch total viel Kalorien. Also, fertig ist es. Ich habe den Backofen natürlich angelassen. Und das geht jetzt nochmal für eine Viertelstunde weiter bei 220 Grad Ober-Unterhitze. Also die 15 Minuten, die haben genau gereicht. Burrata ist geschmolzen, aber auch so ein bisschen angebräunt. Richtig lecker. Es riecht gut nach dem Oregano und es ist mörderheiß und ich finde, dass es total ansprechend aussieht. Ja, und jetzt möchte ich natürlich alles zusammen halt noch so erwischen. Deswegen, die Kartoffel ist auch total durch, also die, da geht es durch wie Butter. Und ich weiß aber, dass gerade die Tomate, die ist so hinterhältig heiß, aber die speichert ja immer die Hitze so. Ne? Aber ein richtig tolles Winterwetter-Essen. Also man sieht draußen hier dieser Schneesturm. Also Schneesturm sicherlich ein bisschen übertrieben, aber es ist schon sehr windig. Und der Schnee, dadurch, dass es so kalt ist, minus 3 Grad und es soll noch kälter werden,
Und dann ist ja der Schnee nicht nass, sondern so richtig klirrend und dann der fliegt hier immer ums Haus rum. Und ja, da passt so ein heißes Essen richtig toll. Wow, so lecker. Wirklich, wirklich gut. Ja, hier der Burrata ist natürlich was Besonderes. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich glaube. 1,99 hat der gekostet. Finde ich, ist okay. Ja, also das finde ich jetzt wirklich richtig gut. Und dafür sind ja die Kartoffeln total billig. Die Tomaten, also die waren bei mir jetzt auch nicht sehr teuer. Und ich muss sagen, die mussten bei mir auch weg. Die waren schon auch nicht mehr so schön. Ja, Olivenöl. Ja, die Zwiebeln. Ja, gut, Zwiebeln ist eigentlich auch was, was man immer da hat. Und die Gewürze, ja, das war jetzt alles wirklich nicht teuer. Und ich würde sagen, ja, als Beilage für 4 Personen auf alle Fälle. Ansonsten so zum Sattessen vielleicht so für 2. Ne? Aber ja, ich freue mich total jetzt drauf. Ich setze mich jetzt wieder ans Fenster, guck schön neugierig aus dem Fenster. Wenn einmal Schnee ist, dann muss ich es halt einfach wirklich genießen. Gehe aber nicht raus. A, weil das unsere Krankenhäuser bestimmt nicht gebrauchen können und ich auch nicht, dass sich die Leute jetzt noch was brechen. Ja, und drin ist es doch so viel angenehmer, ja. Ja, und der Muffel braucht ja auch Beistand. Ne? Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich schreibe unten das Rezept auf und kann es euch total empfehlen und sagt dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!